So, wir sind bei der Platte. Ich zeige euch das jetzt mal ein bisschen so. Also wir haben ja hier den Goldschimmer. Dann bin ich in Silber gegangen. Hier habe ich einen Teak. Und da habe ich den Kupferstich drin. Den sieht man sehr schön. So, dazwischen ist dieser Streifen, das ist das Original, ohne Lasur. So, und jetzt sind wir hier bei der anderen Seite. Da war Silber, Perlmutter, wieder Silber und ein bisschen Blau. Also eine komplett andere Platte. Mir persönlich gefällt die da am besten. Mit Silber, Kupfer und Antikgold und Gold. Da kann ich bestimmt tolle Sachen machen. Ja, das war's. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Diese Platte ist jetzt einmal vorläufig vorbereitet für den nächsten Step. Und das wird sein, wir werden aus diesen Rillen irgendetwas machen. Leicht vergolden.